Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, so von und gleich. Und ja, Leute, ja, heute ist mal ganz kurzes, ungeschnittenes Video. Und ja, ich habe den Woche 8 Herausforderungsladebildschirm bekommen, wie ihr hier seht. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr den jetzt schon bekommen könnt, ohne... Also, ich kann euch das nochmal nach dem Video zeigen, dass es nicht irgendwie vorproduziert ist oder so. Es ist die Woche 8, startet in 3 Tagen und ich habe jetzt schon den Ladescreen. Ja, halt gleich auch da. Ja, hi, servus, hallo. Ja, auf jeden Fall, das ist ja gleich. Ja. So, ihr müsst nämlich einfach, ganz einfach, ihr müsst nach Dusty gehen. Müsst dort dann in die Mitte gehen, genau in die Mitte von Dusty. Geht dann hoch zu diesem Kometen, da ist dann auch der geheime Secret Star von Woche 7. Und, ja, wenn ihr dann da seid, dann habt ihr einfach diesen Hintergrund. Leute, ihr habt dann einfach was erstmal gar nicht released wurde. Das ist schon witzig irgendwie, ne? Ja. Vielleicht hat man dann direkt schon alle Woche 8 Herausforderungen. Weil du kriegst der erste Ladebildschirm, wenn du alle Woche 8 Herausforderungen hast. Nein, das... Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Also das wäre ja mega der Overbug, ey. Ja. Ich meine, okay, das ist jetzt auch schon ein Bug, aber... Das ist ein Bug, natürlich. Das wäre dann der Obermega-Überbug. Bug. Also auf jeden Fall, ihr müsst einfach hier runterfliegen, Herr Gleich und ich werde auch gleich einfach so sterben. Mit Absicht. Hier, Herr Gleich, komm mit. Ich gehe von der Seite rein. Ja, gut. Ich mache denen die Tür zu, falls einer kommen sollte. So. Ja, auf jeden Fall, dass die den nicht bekommen, ne? So, hier, Leute, hier oben, ihr müsst hier hochgehen, da ist auch der Secret Star von Woche 7. Und hier oben, wenn ihr hier hochlauft, hier findet ihr dann diesen neuen Hintergrund von Woche 8. Also Leute, das war ein ganz kurzes Infovideo, einfach an die Leute, die den schon haben wollen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und auch noch freuen. Bis dann, und ciao!